Was ist denn hier los? Ja. Da sitzt er hier gemütlich in der Sonne. Ich dachte, die Bude brennt, Schnucki. Hast du nicht gesagt, du hast richtig viel zu tun die Woche? Das dachte ich auch, bis vor einer halben Stunde, aber ja, das ist schon wieder so eine wilde Story. Hör mir auf, das braucht schon wieder ein eigenes Video. Aber sag mal, was machst du denn eigentlich schon wieder hier? Ja, na, ich wollte arbeiten, aber meine Kunden sind leider erst mal 2 Wochen außer Gefecht gesetzt. Morgen. Lass uns doch zusammen in die Sonne hauen. Apropos Sonne, habe ich das gerade richtig gesehen? Hast du schon die Sommerräder aufgezogen? Ja, na, ich kann nicht mehr abwarten. Guck dir mal die Räder an, das Auto. Guck es dir doch einfach mal an. Pff, dicke Felgen und viel Reifenglanz, war Schnucki? Aber hast du mal den Rest vom Auto angeguckt? Gib mir mal die Schlüssel, ich fahre den mal waschen. Was? Du? Du, pass auf. Ist eh gleich Mittagspause. Dann machen wir zusammen Quickie an der Waschbox. Wo bleibt der denn nur? Ah. Was hast du denn gemacht so lange? Naja, Sachen gepackt für die Wäsche. An der Waschbox ist doch alles. Ja, da ist Wasser. Das stimmt. Und was noch? Was willst du denn da jetzt großartig waschen an dem Auto? Ich dachte, das hat eine Versiegelung drauf. Ja, na sicher, das Auto eine Versiegelung drauf. Aber trotzdem muss man noch ein Auto waschen. Du kannst es doch nicht einfach nur abdampfen. Wie bildest du dir das ein? Das funktioniert nicht. Apropos Versiegelung, auch mal ganz interessant. Wir haben Ultracool drauf auf dem Fahrzeug, sind jetzt wirklich im Winter viele, viele Kilometer gefahren. Wo sind wir denn überall hin? Hamburg, Bayern? Weihnachts-Livestream sind wir ständig hin und her, pendelt immer weite Strecken, immer Autobahn und immer extreme Belastung. Ne? Wie gesagt, bin mal gespannt, wie da so die Performance ist. Aber wie gesagt, waschen müssen wir trotzdem. Ich weiß, du musst heute Nachmittag noch mal arbeiten, aber wir machen das jetzt hier wirklich kurz und knackig. Ein ausführliches Waschvideo könnten wir auch mal drehen. Wäre auch mal interessant, oder? Hier wirst du scharf abgeschossen. Schön viel Sauerwasch hier erstmal drin. So, ich fange schon mal an. Erstmal schön Waschwasser vorbereiten. Was machst du denn da, sag mal? Her damit. Komm mal her. Ich weiß, dass die Nummer wirklich nur 5 Minuten dauern soll, aber wir fangen mit Schritt 1 an und schäumen erstmal ein komplettes Fahrzeug ein. Das kannst du erstmal machen. Du schäumst das Auto ein und ich spüre die Felgen ein. Da hält nicht mal der Powerschaum. Hier, die unteren Bereiche sind wichtig. Gerade da muss ich da erstmal halt anlösen. Danke für deine Hilfe, Schatzi. Ich übernehme mal schnell den Rest. Du willst heute auch noch zur Arbeit. Was wir schon mal sehen, dass der Powerschaum, schaut mal hier, dass der nicht mal eine Haftung hat, ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber ich würde sagen, Einwirkzeit ist genug. Wir gehen mal hier rüber zur Hauptwäsche, einmal abdampfen das Auto, mal gucken, wie es im schmutzigen Zustand performt. Und dann werden wir das Ganze nochmal einmal mit dem Sauerwasch waschen. Guck mal, wie schön der Film aufreißt. Guck mal. Boah, noch nicht mal hier waschen. Dampfen wir mal einmal komplett ab. Aber das sieht nach Performance aus, weil ja ein paar Fragen entstanden sind. Guck mal, noch nicht mal gewaschen. Fäng rein, ja. Guck mal, schön wirkt er hier. Einmal frei. Heckbereich. Oh, ist der Euro leer. Komm mal hier rum, guck mal. Und das ist noch nicht mal gewaschen. Guck mal an. Guck mal, Fäng rein, ja. Wie schön er hier gearbeitet hat. Ohne vorzuwaschen. Also wenn wir uns das mal angucken, dass wir jetzt nur vom Abdampfen hier so eine Performance noch haben, nach einem halben Jahr, tipptopp. Untere Bereiche, klar, die sind jetzt erstmal ein bisschen verschlossen, aber die werden wir jetzt hier einmal frei waschen. Aber wie gesagt, schaut mal hier, schau mal hier im Licht diese ganzen Perlen. Und wie gesagt, wir haben nur nichts gewaschen. Das ist schon mal sehr cool. Jetzt geht's ran, Handwäsche, einmal Sour Wash, einmal komplett mit dem Waschmittel abwaschen und dann werden wir das Ganze abdampfen. Mal durch, und was jetzt hier vorher nicht aufgerissen ist, komm mal ein Stück ran. Sieht man jetzt richtig schön, was wirklich schon beim Rüberwischen hier jetzt in den unteren Bereichen auch schön aufreißt. Also sprich, da haben wir unsere Verschmutzung drauf und die werden wir jetzt einmal komplett abwaschen. Ihr seht auch keine 2 Eimerwäsche oder sonstiges, weil ich wie gesagt auch Belastung hier ein bisschen testen möchte an dem Coating. Aber auch hier in dem Bereich sehen wir, schau mal, wie das jetzt hier unten sofort aufreißt. Also das wird gleich dementsprechend hier auch alles vernünftig perlen, gerade auch in den unteren Bereichen hier am Fahrzeug. Hier auch wieder sehr schön zu sehen. Weil hier vorne habe ich mir selber ein Ei ins Nest gelegt. Ihr seht, schwarze Hochglanzgitter, alles cool. Dahinter habe ich auch alles schwarz Hochglanz lackieren lassen. Aber da muss man irgendwie reinkommen und natürlich auch ohne Kratzer. Deswegen hier so einen extrem soften Pinsel. Und dann können wir das Ganze hier so ein bisschen reindrücken. Ein paar Felgen können wir uns schön hier durcharbeiten mit so einer Felgenbürste. Wir haben sie ja grundlegend sowieso schon vor der Montage sauber gemacht. Aber gerade wenn er dünne Speichen hat, wo er nicht reinkommt, hier können wir ja schon mit der Hand richtig schön drin rumwischen.
macht sich das echt gut. Aber wie gesagt, die sind ja so oder so versiegelt. Dampfen wir mal unser Auto ab. Versiegelung ist ja drauf. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die ganze Geschichte hier performt, wenn es gewaschen ist. Gut. Hier an der Seite. Guck mal die Performance. Da kannst du ja nichts sagen, oder? Guck mal. Richtig schön. Viel Wassermenge. Auch Stoßstangenbereich. Da muss man sagen, wenn man die Fähren vergleicht, ein bisschen höher, ist das deutlich schneller. Und unten durch die Wassermasse, seht ihr, zieht sich der Wasserfilm aber einmal frei zusammen. Wenn wir ein bisschen die Wassermenge reduzieren, haben wir hier auch ein perfektes Ergebnis. Aber wir sprechen hier auch schon von knapp 10.000 Kilometern. Ja, gehen wir rum, kommen wir mit hierher. Wie gesagt, ist jetzt nur die Quickie-Handwäsche. Wenn wir hier auch die unteren Bereiche angucken, tadellos. Dachbereich, guck mal, im Licht sieht man richtig schön. Hier, halt mal unten ran, bitte. Ja. So, gucken wir mal Scheibenversiegelung. Jetzt ist das Wasser alle. Das ist ja. Guck mal, hier läuft das Wasser so. Können wir so testen. Noch geiler. Ja, gehen wir mal rum mit unserem Sprühstahl. Auch Stoßstange vorne. Schau mal. Also wir haben jetzt nichts gemacht außer eine Sauerwaschwäsche. Könnt ihr ja bei Instagram auch immer verfolgen. Wie gesagt, wir haben das Auto auch nicht ein einziges Mal trocken gemacht, weil ich ja wie gesagt auch testen möchte, wie das Ganze hier mit den Kalkflecken nachher ist. Aber schauen wir mal selbst hier die unteren Bereiche, guck mal. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Gehen wir mal die ganze Seite durch. Hinten wird eine Stelle jetzt eingeknickt sein aus folgendem Grund. Ich habe mal einen Burnout gemacht und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, wenn ihr Coatings habt. Pass mal auf, guck mal hier. So, wir wollen ja hier auch ehrlich sein. Schau mal oben rum, geil. Und hier, ja, da haben die Winterräder zu weit rausgestanden. Das hat hier ein bisschen gefressen, aber wenn wir hier ein bisschen höher gehen, schau mal. Ist das auf jeden Fall lecker und gerade auch der Heckbereich. Was halt auch sehr schön ist, wir haben es auf Kunststoff auch angewendet. Schön tief schwarz noch. Ja, Performance hier auch richtig geil. Schaut mal. Oh, guck mal. Haben wir die Rückleuchte nicht versiegelt, oder? Schau mal. Kurzerweise an der ist gar keine Performance, wa? Daneben, ja. Haben wir die ausgelassen? Ja, gehen wir mal hier weiter rum. Hier wird dasselbe Spiel sein. Genau in dem Bereich. Guck mal, da werden wir jetzt bestimmt eine Abrisskante sehen. Schaut mal. Ja, da standen die Räder einfach zu weit raus. Ja, und dann haben wir da ein bisschen Gummi geschmissen und dann sieht man halt auch schon wirklich, dass es genau in dem Bereich Wasserfilm zieht sich noch zusammen, aber es ist nicht mehr hundertprozentig. Aber wie gesagt, das liegt an einem kleinen Burnout. Gehen wir mal weiter hier rum. Wie gesagt, zieht sich hier am kompletten Fahrzeug einmal so durch. Jetzt schauen wir mal vorne am Spiegel. Guck mal, auch hier. Kunststoffteile. Alles soweit fresh aus. Ah, hier sehen wir es auch. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Genau hinterm Rad. Zieht sich zusammen, aber sieht schon fast aus wie falsche Applizierungsspuren. Da sieht man auch, dass das Ganze hier... Aber wie gesagt, wenn wir mal insgesamt rüber gucken, schaut mal hier. Die ganzen Bereiche, die jetzt nicht von der Straße im Winter extrem belastet wurden. Einfach zu 100% perfekt. Scheibe gucken wir mal. Scheibe ist Vitro Ultima drauf vorne. Jetzt schon seit dem Kauf, also sprich seit... Seit 2 Jahren jetzt schon fast, aber wir nehmen auch kaum die Wischer und man sieht, auch wenn man richtig den Strahl drauf hält, dass da, wie gesagt, eine richtige Kante schon entstanden ist. Guck mal hier am Rand. Schau mal, hier siehst du es schön, komm mal ran. Wenn man richtig Wassermasse erhöht, sieht man, dass genau da, wo der Wischer arbeitet, siehst du das? Genau diese Wasserlache ist, die zieht sich zwar noch zusammen, funktioniert auch, aber wenn man Wassermasse erhöht, sieht man genau diese Kante hier vom Scheibenwischer. Das liegt einfach dann nachher ja, am Abrieb. So, wir hauen eine Glanzspülung rüber, denn, was ich von Anfang an versprochen habe, wir machen das Auto nicht trocken. Ich möchte wissen, wie das Ganze sich mit Kalkflecken verhält. Wir haben extreme Sonne und wie gesagt, das kommt mir auch, wie gesagt, beim Coating drauf an. Deswegen schauen wir mal, Glanzspülung abdampfen und gut ist. Normalerweise wollte ich jetzt hier noch den P21S Felgen Detailer probieren, aber wir haben wie gesagt Keramik drauf, das wäre jetzt sowieso ein bisschen unfair. Probieren wir an einem anderen Auto nochmal aus. Wie gesagt, Wäsche, was haben wir jetzt hier gebraucht? Durch das Drehen war das ein bisschen schneller. Aber man muss auch sagen, das war jetzt keine vernünftige Wäsche. Dazu werden wir nochmal ein gesondertes Video drehen. Wir haben jetzt hier wirklich nur einmal Sour Wash, einmal abgespült und wir lassen das Fahrzeug auch wie gesagt komplett nass. Ich möchte einfach wissen, Keramik, Kalkflecken, wie verhält sich das Ganze hier
beim Ultracode. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Falls ihr Fragen habt, haut sie unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal. Alle Produkte sind unten für euch verlinkt, die wir hier angewendet haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.